Moin Leute, willkommen zurück zu Rocket League. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Es ist nur noch ein Tag, bis das neue Way of the Hunted DLC rauskommt. Ich habe es gerade gesehen und ich bin schon wirklich hyped. Wirklich nur noch morgen. Und ich werde auch versuchen, morgen direkt eine Folge dazu aufzunehmen, natürlich. Ist schon sehr gefährlich in dieses Match. Schnell. Okay, ich habe das Gefühl, das wird ein hartes Match jetzt schon werden. Es hat gerade erst angefangen. Noch bin ich noch nicht. Noch habe ich noch keine schlechten Erwartungen an dieses Match. Aber ich habe das Gefühl. Oh, das war wieder mal knapp. Das Gefühl, es könnte wirklich schwierig werden. Fuck, da hätte ich diesmal einfach draufschießen sollen. Ich dachte, der geht ran. Hat er mich übel gefaked. So, und nochmal hoch. Zack. Okay. Ja, nee. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hätte den aus dem Winkel vielleicht machen können, aber. Oh. Jetzt geht das wieder los. Oh, nee. Nee. So viel gedribbelt braucht man nicht. Ey. Kann ich heute gar nicht gebrauchen. Da komme ich wieder nicht klar mit. Okay. Zurück, 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 zurück. Habe ich gesehen. Der hat mich einfach abgedrängt, der Keck. Das kann er nicht machen. Ah, fuck. Also, sie haben schon einige Chancen. Sie schießen auch oft das Tor, muss man sagen. Und sie spielen sich auch wirklich ganz gut zu. Oh mein Gott, den hätte ich fast verkackt. Ich bin viel zu hoch angesprungen dafür, dass der Ball so niedrig kam. Aber die haben uns die ganze Zeit in unserer Box hier eingeklemmt. Oh shit, da hatte ich gerade einen Lag. Okay. Und jetzt greifen wir wieder an und verlieren wieder instant den Ball wahrscheinlich. So. So, jetzt Mate, das ist eine gute Gelegenheit. Ja, einfach durchsetzen, ey. Einfach durch. Ja. Oh ja. Oh, Scheiße. Go, nice. Gut, dass ich den nicht mehr getroffen habe. Ich hätte den Mate so outplayed. Oh Gott, gut, wirklich gut, dass ich nicht getroffen habe. Der hätte geschrien, ich hätte geschrien, alle hätten geschrien wahrscheinlich. Ey. Das wäre wild gewesen. Und Gegentor. Jawohl, wir haben uns so hart erkämpft, das Tor, und dann passiert das. Oh, ich hasse alles an diesem Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es schon wieder. Naja, alles gut. Ey, guckt euch meine Punkte an. So viele Paraden, ey. Ich bin der Paradenkönig. Okay. Okay, habe ich durchgelassen. War so mein Plan, die Gegner einfach zu verwirren. Genau. Genau, das war der Plan. Oh! Habt ihr den gesehen, wie der ins Eck ging? Oh mein Gott, was für. Also der Pass Zucker, aber der Schuss einfach perfekt oben ins Eck. Oh mein Gott. Okay, ich liebe dieses Spiel wieder. Ich liebe es wieder. Sofern wir nicht direkt ein Gegentor kriegen. Hey, ja, Mate, komm doch lieber zurück. Ich habe keinen Boost. Aha, kein Problem. Ey, die haben das uns nachgemacht. Die haben einfach unseren Pass kopiert, ja? Aber zum Glück war ich zur Stelle. War ja echt eine knappe Nummer. So, Mate, wie sieht's aus? Da kommt der Ball. Oh, ich gehe lieber. Ich gehe. Oh ja, schön dazwischen gegangen. Oh, shit. Okay. Ja, ist okay. Das kann man machen. Das kann man machen. Da habe ich gerade ein bisschen zum Dribbling angesetzt, aber hey. Es wird mir. Oh, das ist alles sehr gefährlich hier. Ich habe schon zum zweiten Mal Retter erhalten übrigens. Sechs Paraden. Oh, Mate, komm her.
Gib. Ich hab's versucht, ich hab's versucht. Der Gegner war einfach, er war auch da. Oh. Ja, extra nach links ausgewichen. Okay. Jetzt müssen wir einfach nur safe spielen eigentlich. Ja, das war nicht gerade die Definition von safe spielen, aber man muss auch die Gegner einfach ein bisschen behindern, dann geht das schon. Der wäre reingegangen. Der wäre so safe reingegangen. Gut, dass ich da war. Ey. Oh, der Mate macht vielleicht noch eins, oder? Oh, jawoll. Nice. Anfangs war ich ja sehr skeptisch, aber das Spiel hat sich wirklich zu unserem Gunsten gedreht. Verdientermaßen, muss ich sagen. Oh, komm schon. Gib mir. Ah, da war ich leider, da war der Ball schneller als ich selbst. Na kommt, macht halt nochmal einen Angriff. Wir sind da. Sehr gut, Mate. Da kann man sich drauf verlassen. GG. Yes. Okay, Leute. Bin noch ein bisschen perplex. War aber ein gutes Spiel. Vielleicht sind wir sogar aufgestiegen jetzt. Oder? Zurück zu Platin? Wir haben es nicht gesehen, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Also wir waren ja Liga 4, Diamant 3. Dann sind wir jetzt vielleicht Liga 1, Platin 1. Aber vielleicht auch erst nach dem Match. Ich bin der Meinung, wir sind erst nach dem Match vielleicht im Rangaufstieg. Weil ansonsten hätte man das jetzt in der Übersicht vielleicht schon gesehen. Oh, der ist gut. Der ist richtig gut. Nein! Was? Okay, der GG-Typ hat kurz ein bisschen herumgestanden, war kurz ein bisschen AFK. Ah, shit, das war ein guter Pass. Ah, fuck. War ich nicht ganz drauf vorbereitet, könnte man sagen. Boah, Mate. Er verkackt ganz schön häufig. Gefährlich. Weil, ich verlasse mich eigentlich ganz gerne. Ach, nee. Ich verlasse mich eigentlich ganz gerne darauf, dass Gegner den Ball, also meine Mates den Ball auch treffen. Da, wenn ich mich nicht drauf verlassen kann, ist das Shit. Vor allem, guck dich das an. Er hat schon wieder verkackt. Und deswegen ist das Tor gerade entstanden. Was macht der? Ohne Scheiß, was macht der? Ah, schade. Also, die Idee fand ich ganz nett, natürlich. So, natürlich. So. Also, den einen Gegner habe ich ja outplayed, aber den Mate habe ich auch outplayed, scheinbar. Wusste da nicht, was er machen soll. Nett den Mate outplayed. Kann man schon sagen. Oh, Mate, jetzt ist deine Chance. Deine große Chance. Ah, da habe ich aber auch gerade wieder verkackt. Aber der hätte eigentlich, also, ne? Der hätte eigentlich, den hätte eigentlich machen müssen. Ich meine, ja, war knapp. Ich hätte auch vorhin schon einen machen müssen, aber. Hätte er ruhig machen können. Oh ne, Mate. Ist gar nicht gut. Okay. Zum Glück hat er das selber noch gerade so gerettet. Oh. Krasse Dribblings. Sehr gut, Mate. Sehr gut. Alles gut. Wir dürfen uns nur nicht im Weg stehen. Der Rest ist, egal. Oh ne, Mate. Mach doch nicht sowas! Da hatte ich gerade richtig Schiss. Also, ich war mir sicher, der schießt jetzt ein Eigentor. Es war ja auch äußerst knapp, so. Ich weiß nicht, ob das auch sein Plan war. Naja. Jetzt nimm ihn mit, Mate. Nimm ihn mit. Och, was machst du? Dann hat er das Boost nicht mal bekommen. So ein Keck. Oh mein Gott, und ich verkack. Nein. Alles hier im absoluten Rahmen. Ich habe zwar verkackt, aber ich habe es auch wieder gerettet. Das ist das Wichtigste, oder? Aber wenn das mit dem Mate so weiterläuft, kriegen wir vorne kein Tor. Und vor allem ist da hinten eine Null. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ohne Scheiß. Guckt euch die Statistik an.
Ach Mann, jetzt scheitert mein Rangaufstieg wieder daran, dass mein Mate eine absolute Lusche ist. Lusche. Ja, komm. Sehr schön. Ich nehm's zurück, Mate. Okay, ich nehm's zurück. Immerhin hast du den getroffen. Aber enttäuscht mich jetzt nicht. Wir können noch ein Tor machen. Ja, das kriegen wir hin. Das Spiel ist noch nicht aus der Hand gegeben, sozusagen. Aber dann darfst du mich nicht mehr enttäuschen, Mate. Dann müsste es jetzt alles klappen hier. Oh, ja, nice. War so geplant. Habe aber keinen Boost. Das ist Kontra. Okay, Gegner outplayen sich gegenseitig vielleicht. Die Chance für den Pass. Ja, okay. Einfach mal den Gegner kurz outplayen. Dann hole ich mir ein bisschen Boost. Ja, der Pass und der... Oh, yes. Leute, wir sind wieder im Game. Ich habe die Gegner einfach outplayed. Und der Mate. Zucker. Der Mate hatte richtig schön damit gerechnet, dass der Ball kommt. Und hat ihn einfach reingemacht. Ja doch, Mate. Das Lob geht raus an dich. So. Aber trotzdem haben wir das Spiel noch nicht gewonnen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber, ja. Ich hätte irgendwo anders hinschießen können ins Tor, aber ich schieße genau auf den Gegner, ne? Naja. Knappe Nummer. Hat aber geklappt. Was soll man sagen? Nehmen wir mit. Und schon sind wir in Führung. Verwunderbar, oder? So, ich finde es durchaus krass, wie schnell wir das jetzt aufgeholt haben. Aber jetzt nicht überheblich werden. Jetzt einfach nicht überheblich werden. Zack. So, jetzt Mate fliegt. Der Ball, der ist gut. Der Pass ist gut. Ich glaube, er hat keinen Boost oder so. Ey, der hat sich das schon wieder. Der wollte gerade das machen, was ich gemacht habe. Der hat sich das von mir abgeguckt. Ja, Mate, ich bin auf jeden Fall da. Was macht denn ihr da? Was passiert da? Ich bleib defensiv. Ich mische mich da nicht ein. Nee, ich mische mich nicht ein. Nee. Jetzt mische ich mich ein. Ja, der läuft gut, der läuft gut. Ja, der kommt direkt vom Tor runter. Schade. Ich wollte gerade so eine Seitwärtsrolle machen und versuchen, den aufs Tor zu lenken, aber... war leider nicht drin. War mir leider nicht vergönnt. Gut, dass ich ihn getroffen habe. Ansonsten wäre es jetzt peinlich geworden. Oh nein, oh ne. Nö. Ihr macht kein Tor mehr. Nee. Nö. Scheiße, da habe ich am Ende noch verkackt. Das gibt's doch nicht. Ah, Leute. Was ist hier nur los? Geil. Jetzt bin ich aber Stufenaufstieg, oder? Zeig mir. Ich habe 2 Matches gewonnen und bin seit 2 Matches in Liga 4. Was wollt ihr mir erzählen? Die gönnen mir den Aufstieg einfach nicht. Ich habe in Liga 4 2 Matches gewonnen. Komm schon. Normalerweise bedeutet das ein Rangaufstieg. Gut, ein Match machen wir noch. Hoffentlich gewinnen wir das auch noch, weil dann kommt wirklich der Rangaufstieg. Und da wäre ich doch ziemlich glücklich drüber, zurück in Champion zu sein. Oh. Warum nicht? Na, Freund, wie ist der Pass? Was ist da? Ist da. Habe ich geblockt und... Hier verkackt schon wieder jeder, gell? Mate, da ist er. Boah, jetzt machen wir aber Druck. Jetzt machen wir richtig Druck auf die Gegner. Druck ist vorbei, ich sehe schon. Ist vorbei. Oh nee, ich habe keinen Boost für so einen Shit. So einen Schabernack. So, jetzt bin ich wieder ready. Jetzt kann es weitergehen. Okay. Das ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu langsam geworden, das Spiel. Zeig mal wieder ein bisschen Speed und ein bisschen Tempo hier reinzubringen. Oh. Abgefaked. Oh.
bin ich richtig sprachlos in solchen Momenten. Da muss ich kurz erstmal mich fokussieren auf die ganze Situation. Und dann treffe ich den Ball trotzdem nicht. Ah. Ich habe das Gefühl, die Gegner haben ziemlich hohes Potenzial. Aber können es noch nicht so ganz ausschöpfen. Wisst ihr? Ich weiß noch nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber... guter Pass. Keine Ahnung, ob er ihn auch reingemacht hätte, aber... ich habe ihn mal reingeschoben. Oh, er hat ihn gar nicht berührt, oder? Ey, cool. Nehme ich mit. Damit sind wir schon mal in Führung. Ist schon mal ein guter Anfang. So. Die Gegner sind eher so langsame Dribbler-Spieler, würde ich sagen. So mit Geschwindigkeit, es scheint nicht so ihrs zu sein, glaube ich. Die haben es eher so mit Präzision und Feingefühl. Ach, scheiße. Nee, da gehe ich gar nicht erst hinterher. Ich sehe mich schon verkacken. Erstmal. Nee, gut, da konnte ich nichts machen. Ach, scheiße. Doch, ich hätte was machen können. Ich hätte direkt hochgehen sollen, aber ich war mir sicher, wenn ich da jetzt hochsteige, verkacke ich und treffe den Ball einfach nicht. Das war ein sehr guter Schuss. Über den Gegner, über den Mitspieler drüber und schön oben unter die Latte, schön ins Eck. Ja, war wirklich ein guter Schuss. So. Naja, dann bemühen wir uns mal wieder den Vorsprung rauszuholen, würde ich sagen. Okay. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich mir mit dem Mate nicht ins Gehege komme, weil dann passiert einfach das. Ja. Dann passiert einfach, dann machen die Gegner einfach einen Konter und wir haben im Endeffekt nichts davon gehabt. Okay. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit hinten sein, weil vorne kriegt der Mate jetzt nicht so viel hin, würde ich sagen. Hinten aber auch nicht. So, jetzt nehme ich den Ball mit, Mate. Ne? Nicht rankommen hier. Okay. War ein bisschen im Weg sein, aber guckt euch das Air-Dribbling an. Das ist stark schon bei den Gegnern. Ja, nicht der schwierigste Ball, aber trotzdem muss man vorsichtig sein. Oh, der Mate. Nein, und ich habe nicht... ja, Mate, guter Schuss. Ich will halt auch nicht vorne sein, weil das ist zu riskant. Ich lasse ihn einfach machen, er scheint das ja ganz gut zu können. Okay. Ich bleib hinten. Ich bleib einfach direkt hinten. Mal gucken, was passiert. Okay. Oh ja, da kann ich was machen. Mate vielleicht. Okay, Mate geht nicht ran. Doch, er geht ran. Ich hab's gefühlt. Deswegen gehe ich lieber nicht ran. Ja, Mate, komm, geh doch ran. Ein Boost. Das ist natürlich, nicht so gut. Schon wieder knapp. Okay, die Gegner sollen sich ruhig selber im Weg rumstehen. Das ist nicht schlecht. Ich habe keinen Boost. Ich brauche einen Boost. Und jetzt kriegen wir wieder ein Tor. Es ist so beschissen, ohne Scheiß. Es ist so beschissen. Dann stehst du ohne Boost da vom gegnerischen Tor, gell? Und schießt zweimal, triffst nicht und dann... ja, haben die Gegner natürlich eine gute Chance, um einfach zu kontern. Gibt's nicht, dass wir gerade so konteraffin sind. Die Gegner haben schon zwei Kontertore gemacht. So, nee, nicht mit mir. War wieder gutes Dribbling, aber nicht mit mir. Okay, die haben den Mate kaputt gemacht. Ist klar. Hätte ich ihn mal gerammt. Scheiße, ey. Ich komme hier gar nicht klar gerade in dieser Runde. Ich werde immer zu outplayed irgendwie. Ich outplay mich aber auch selber. Ich bin nicht sehr aufmerksam so wirklich, was hier passiert. Ja, und Mate? Wie sieht's denn aus? Was machst du? Och Mann, ey. Ich lass mich die ganze Zeit verarschen. Guter Schuss, Mate. Schön. Ich mach gar nichts. Ich bin so useless gerade. Scheiße. Ich habe seit 5 Minuten den Ball nicht getroffen, gefühlt.
So, guck mal, ich kriege hier immer nur die Paraden. Das sind die einzigen Punkte, die ich hier generiere. Da habe ich den Gegner ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So, und weg damit, weg. Schön nach vorne. Okay, Mate. Ah, der war gar nicht so schlecht, fand ich. Ja, mach dann. Oh, shit. Wuhu, wuhuhu. Okay. Dann jetzt gilt's. Nächstes Tor gewinnt. Besser, wir kriegen kein Kontertor. Oh, der Ball. Oh, direkt vom Tor rollt er. Oh, nee. Hey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe keinen Boost, ich kann nicht rangehen. Es ist halt... die sind halt richtig geil. Richtig geil, wenn sie sowas machen. Wenn ich sowas nicht kann. Und auch nicht rechtzeitig an den Ball kommen, wie soll ich da dazwischen gehen, ne? Scheiße. Fuck. Nichts an mir, dass wir es schon wieder verkackt haben, aber... Oh, nee. Irgendjemand muss es ja liegen. Dieses Match war einfach nicht meine... Es war einfach nicht meine Runde. Aber hey, wir verbleiben weiter in Liga 5. 4. Ach, das eine... Ach, egal. Nee, ist egal, hey. Wir verbleiben weiter in der Liga. Solange ich nicht so krass airdribbeln kann, habe ich einen Nachteil, habe ich so das Gefühl. Muss ich mir irgendwann mal aneignen. Aber wer weiß, ob ich dafür nicht schon zu alt bin. Ich spiele so lange Rocket League und habe mir nie diese Technik angeeignet. Naja, irgendwann vielleicht. Gut, Leute. Dann waren ja trotzdem 2 Siege, 1 Niederlage. Schade. Aber ich sag mal, trotzdem lief es ganz okay. Und ja, schönen Dank fürs Einschalten. Morgen kommt das Way of the Hunter DLC. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich freue mich auch schon. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es krachen, Leute.